So, weiter geht's mit Plants vs. Abonnenten. Level 1-6. Weiterspielen. Verdammt, ich warte doch. Das mache ich jetzt auch in-game. Ich warte doch. Ach, sind mal. Ich kann die Musik hier lauter machen. Ah, das war mal ein bisschen hier. Ahaha, jetzt hört man die Musik auch ein bisschen besser. Warum habe ich denn den Ton ausgemacht? Das ist ein Porno. Wir vergewaltigen kleine Sonnenblumen. Warum die jetzt noch lächeln können, ist mir eine Frage. Wenn ihr wissen wollt, was das zu bedeuten hat und euch das völlig aus dem Kontext gerissen erscheint, dann solltet ihr häufiger den Livestream gucken. Weil die Zwischensequenzen in den Livestreams sind doch immer die lustigsten. Wenn Teletubbies mal wieder irgendwelche Pornos guckt, während ich auflege, guckt sie sich ein Porno an. Ehrlich. Wie soll man denn da in Ruhe Plants vs. Zombies spielen? So ein ganz unschuldiges Kinderspiel. Kein Kommentar, keine Dementierung von ihr. Da kann ich leider auch nicht mehr helfen. Oh Mann, diese Geschwindigkeit in diesem Spiel ist... Es ist ein tolles Spiel, wirklich. Nur gerade am Anfang geht es natürlich sehr, sehr langsam voran. Später geht es wirklich um jede einzelne Sekunde. Oh, da hätte ich vielleicht mal eine Blume hinstellen sollen. Wir haben ihn gesehen, den Stoßstangen-Zombie, den Sprungstab-Zombie. Es ist sowieso klar, wenn die menschliche Rasse vor die Hunde geht, werden 80% der Menschheit gerade ganz zufällig so eine Hochsprungstab in der Hand haben. Irgendein Stab auf jeden Fall, aber höchstwahrscheinlich kein Hochsprungstab. Scheiße, Zombies brechen über die Tür, ich muss nur noch schnell einwedeln. Juhu! Klick. Wieso bin ich eigentlich früher nie auf die Idee gekommen, das zu spielen? Ich glaube, weil mir ist persönlich immer ein bisschen zu langweilig ist zum Let's Play. Deswegen sollte ich vielleicht mal einen Schwung aus meinem Leben erzählen. Mirko, wir sind ja große Mirko-Fans, was ich immer wieder gerne, ich meine, ganz selten erwähne. Macht das gerne, dass er aus seinem eigenen Leben erzählt. Ich mache es eigentlich nicht so gerne. Töt ihn! Schneller! Schneller! Schieß, schieß, schieß! Oh nein! Oh, das ist wirklich nicht gut. Nein, 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 nein! Schieß, 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 schieß! Da! Verdammt! Das war vielleicht ein bisschen unterschätzt. Hoppala. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich gerade einen Rasenmäher verballert im ersten Level. Also im ersten echten Level. So, warum stelle ich die Walnüsse so weit nach vorne? Das sollte eigentlich jedem Blinden auffallen. Ganz einfach, damit die Sprungzombies direkt das Ding verballern, weil sie würden sonst mich direkt über den ersten Schießer hinwegspringen. Und das ist natürlich mega kacke. Daumen hoch für Mirko LP. Habe ich das gerade laut gesagt? Ich meine ja natürlich Daumen runter. Man sollte natürlich nie Werbung für andere Let's Player machen, gerade nicht für größere. Daumen hoch für Mirko LP. Wer sagt das die ganze Zeit, dieses dämliche Schwein? Ich meine natürlich der das sagt, nicht Mirko LP. Ich hasse Mirko LP. Sagt ihr schon? Teilhaber scheint völlig verwirrt zu. Ja, er rennt ohne Kopf weiter. Das mache ich auch immer, wenn mir der Kopf von Pflanzen weggeschossen wird. Passiert tatsächlich nicht so häufig, dass mir eine Kürbispflanze den Kopf wegschießt. Diese Dinger sehen aus wie Knofenser, das fällt mir jetzt erst auf. Los, Knofenser, du bist an der Reihe! Und du auch! Die Zombies übrigens, die Hochsprung, die Masturbations-Zombies, die haben eine Stange in der Hand, ich meine, hallo bitte, sind nicht stärker oder schneller als andere, doch sind Tick schneller, aber nicht stärker. Ich schon wieder. Ich wollte es gerade sagen. Das einzige Problem ist halt, dass sie springen. Und sonst gar nichts. Das war's, glaube ich, schon. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Hier wird gleich einer der Läufer kommen. Ich stelle mal jetzt hier den hier hin. Den benutze ich tatsächlich sehr gerne. Aber er ist schwierig, wirklich gut eingesetzt zu werden. Weil er braucht A, um aktiv zu werden, sehr lange. Und B, ist es halt schwierig abzuschätzen, wann wirklich der beste Moment ist, so ein Ding einzusetzen. Und im Übrigen, Leute, wir haben gewonnen. Bam. So, dann machen wir einen Schnitt.